vorgestellt von Delve Interactive. Und das Spiel heißt Change, a homeless survival experience. Click to lose everything. Ja. Ich drücke mal hier, really start a new run, damit wir da wieder von Null anfangen. Es ist heute, wo ihr das Video euch das erste Mal angucken könnt, gleichzeitig auch im Early Access enthalten, also erhältlich auf Steam. Und ja, es geht darum, dass ihr, ja, obdachlos seid. So, das könnt ihr selber euch übersetzen und lesen. Ich mach mal weiter. So ein bisschen Text, wenn er neu anfängt. Erstens brauchen wir Essen und Obdach. Wir brauchen einen Job und dann können wir auch eine Wohnung mieten sozusagen. Und ein Tipp ist, man soll immer schön bei Laune bleiben, damit man überlebt. Ja, hier gibt's dann noch ein paar Texte dazu. Und wie gesagt, es ist ein Early Access Titel. Da gibt's Packs drinne, den ihr auch gleich schon sehen werdet. Der Pfeil seht ihr jetzt hier, den Mauszeiger, der geht. Aber ich habe gleich das Problem, dass wenn ich jemanden anspreche, dass der Mauszeiger verschwunden ist, wie ihr jetzt seht. Na, da geht jetzt die erste Frage, ob wir ein Tutorial brauchen. Ich muss jetzt gucken, dass ich diese Schaltflächen treffe. Die sind dann etwas schwierig zu finden, habe ich. Das ist da unten ein Geschäft, wo wir was zu essen kaufen können. Ja, das ist ein Hostel, da kann man sein nächtliches Lager aufschlagen. Und das hier ist, da kann man schon seine Sachen verkaufen, also das, was man findet. Dann muss man aufpassen, dass man nicht, wenn man bettelt, von der Polizei erwischt wird, weil das ist dann der Kriminalitätslevel, der dann hochgeht. Ja, das ist das, was er mir sagen will. Und oben rechts ist halt unsere Tasche und da sollen wir oft genug reingucken, dass wir da sehen, was wir in der Handtasche haben. Ich kann jetzt, wie gesagt, leider nicht gucken durch den fehlenden Pfeil, wo ich bin. Muss jetzt hier irgendwie hoffen, dass ich dann irgendwann mal das Thanks erwische. Da war's. Und stay tough, also ja, das ist schon mal eine tolle Aussage. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich da nicht gerade schon was gekriegt habe, weil da war irgendwas hochgeflogen, oder? Ah, Scrap habe ich schon gekriegt. Das sind hier zwei Scraps hier, die ich da habe. Und das muss ich sammeln und dann kann ich das verkaufen. In der Mitte seht ihr, warte mal, komme ich da hin, dass ihr die, ja, da seht ihr hier, this is your hunger. Your happiness will decrease if it gets low. 80 haben wir da. Da ist die Happiness in der Mitte oben. Ja, das Fenster, geht das auf? Ja, da seht ihr es, Happiness. Und hier ist dann noch meine Hygiene, wie sauber ich bin, ob ich rieche oder nicht rieche, damit mich die Leute auch noch mögen, wenn ich sie anspreche. In der Mitte hier gucken wir mal jetzt. Der untere Teil, diese Tür sozusagen, ist dann der, ja, das Verhältnis zu anderen Obdachlosen. Darüber der Crime Level. Und darüber wiederum mein Wissensstand. Wenn ich gebildeter bin, kann ich bessere Jobs annehmen. So, das Ganze gehen wir jetzt in die Optionen einmal, weil ich weiß, dass die Musik und sowas sehr laut ist. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Dass wir das runterkriegen, ne? Nur wo, ist die gute Frage, ne? Okay, gut.
So, er ist automatisch. Ein Schnellstart geht, Fullscreen geht, V-Sync geht. Und ja. Fullscreen habe ich jetzt mal geändert. Aber das bringt, glaube ich, auch nichts. Vertisync ist jetzt auch nicht das Entscheidende. Und das letzte weiß ich gar nicht. Post-Processing. Da müssen wir mal gucken. Jetzt das Back, ja, hat geklappt. Und Resume geht's jetzt los. So, Pfeiltasten kann man sich bewegen. Ich kann jetzt hier die Leute ansprechen. Eben war da ein Polizist, wie ihr gesehen habt. Den sollte ich vielleicht dann nicht in der Nähe haben, wenn ich battle. Und ja, dann ist das also. Jetzt ist der erste Tag schon vorbei. Okay. Also ich träume von besseren Tagen. Friedliche Nacht gehabt. Undisturbed war es, ungestört. Und ich mache mir das Beste raus, meine Vergangenheit zu vergessen, auf Deutsch gesagt. So, weiter geht's. Und ich kann jetzt hier Klamotten aufsammeln in dem Spiel. Hier ist Scrap. Das ist alles Scrap. Ich glaube auch der Karton, den wir jetzt gerade gesehen haben, ist auch Scrap. Ja, da ist ein WC. Da könnte ich mich jetzt waschen gehen. Und das hier weiß ich jetzt nicht was. Da kann man nicht rein wohl. So, da kann ich was aufsammeln. Jetzt fragen wir den mal hier, ob der was für uns über hat. Nicht wirklich. Excuse me, no, sorry, buddy. Okay. Da haben wir noch eine Person. Ja, da ist jemand, der was hat. 90 Cent sind das gewesen. Und da kommt ein Polizist. Das heißt, jetzt sollten wir vielleicht besser nichts machen. Und weitergehen vielleicht. Da ist eine Flasche. Kann ich die aufsammeln? Ja, kann ich. Da ist eine Bar. Okay, da könnte man wahrscheinlich was zu trinken kriegen. Ist jetzt nur die Frage, ob das für uns ratsam ist. Noch mehr, noch mehr. Weg. Und der läuft einfach weiter. Haben wir nichts gekriegt. Nochmal. Okay, der gibt uns noch was. Der hat ein bisschen mehr, 56. Nee, das war weniger wie das andere, aber ist alles gut. Warum soll ich was geben? Ja, das ist die Top-Antwort. So, da ist ein Polizist. Das heißt, das Thema ist gerade mit Betteln durch. Und jetzt sammeln wir das noch auf. Das lassen wir jetzt mit betteln, weil der da in der Nähe ist. Aber wir können das ja so machen, indem wir weiter nach links gehen. Okay. Er hat uns gerade Geld gegeben, damit wir was zu essen kriegen. Und so wie es aussieht, brauchen wir auch was zu essen. Okay. Und jetzt gehen wir mal in den Laden und dann gucken wir, dass wir was zu essen bekommen. Cigarettes Tie, Increased Job Success. Okay, wenn man einen Schlips hat, dann hat man bessere Möglichkeiten, halt einen Job zu kriegen. Jetzt ist nur die Frage, damit geben wir unser ganzes Geld weg und haben nichts zu essen. Also ich glaube, aber 1,50, um da diese Crispies zu kriegen. Zigaretten machen ein Happiness, habe ich aber noch 99%, also brauche ich das nicht. Tendenziell, nee, wir müssen erst was zu essen haben. Steel Change können wir auch machen. Aber das wollen wir jetzt gerade nicht machen, deswegen gehen wir raus und gucken, dass wir weiterkommen. Ist voll am Regnen gerade. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir mal hier... Nee. Okay. Nee, der möchte auch nichts geben. Was ist das? Ich glaube, es ist alles hier. Das gleiche ist alles Scrap. Schrott. Alles ist Schrott.
So. Es ist Zeit zum Schlafen gehen, okay. Aber da sind wir schon zu spät dran, ne? Ein weiterer Tag ist vorbei. Es ist eine kalte Nacht. Der Wind geht in die Knochen. Und der kalte Boden geht auch in den Körper. Und am nächsten Morgen fühlen wir uns richtig schäbig. So, jetzt muss ich das Continue finden wegen diesem netten Bug. Und dann ist auch noch der Winter gekommen. Naja, das ist ja ganz toll, ne? Jetzt ist es auch noch kalt draußen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Essen ist auch schon wieder schlecht. Aus diesem Grund gehen wir vielleicht in den Laden. Und er hat wieder Krispies, okay. Dann holen wir uns nochmal was zu essen. Die Krawatte können wir uns immer noch nicht leisten. Da ist der Kopf. Okay, hier unten gibt es noch was zum Aufsammeln. Die Mülltonne kann man auch durchsuchen. Okay. Jetzt haben wir leider nichts gefunden. Oh, jetzt habe ich wohl was Falsches geklickt. Und weiter betteln, betteln, betteln. Special Change, da kommt der Polizist schon, also ganz vorsichtig bleiben. Ja. Der hat mir auch nichts gegeben, der vielleicht. Nee, da gibt's auch nichts. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier noch irgendwie was hinkriegen. Ich glaube, wir haben jetzt auch gerade so ein bisschen die Problematik, dass wir riechen, aber da gehen wir jetzt nochmal an die Tonne und gucken zu, dass wir jetzt ans WC kommen zum Waschen. Dass wir wieder sauber werden. So, hier, 100% Leaf. Hier gibt es natürlich noch eine Mülltonne wieder. Da ist nichts drin. Und jetzt muss ich das finden, habe ich geschafft. Brauche ein bisschen Wechselgeld. Auch nicht. So, ich glaube, wir probieren mal hier jetzt zu schlafen, ob das irgendwie klappt. We don't open until 4:30 Uhr. Okay, das hat nicht geklappt. Dann müssen wir da noch warten. Eine Stunde ist das. Okay. Hat nicht geklappt. Okay, da gibt's was zu essen. Okay, jetzt müsste ich schnellstens dahin kommen. Thanks, alright. Okay, wir haben ein klein bisschen was zu essen bekommen. Und jetzt kommt die Nacht und wir gehen mal da rein. Rest. Okay, wo ist jetzt hier der? Da ist er. Dann schlafen wir mal eine Runde und haben dann vielleicht ein bisschen Ruhe gehabt. Jetzt habe ich einen Hund gesehen, der da in der Nähe ist. Also, es ist ein armes Tier, ich weiß, aber der ist genauso herrenlos wie ich im Endeffekt und ich glaube, ich möchte nicht lieber nehmen, weil ich müsste dann noch mehr versorgen und da bin ich jetzt gerade nicht sozusagen für gewappnet. Der gibt noch nicht mal auf, das ist das Problem wahrscheinlich. Das ist jetzt, ja, er ist aber noch nicht da geblieben. Gut, da haben wir Glück gehabt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir? 4 Dollar. Wir müssen aber auf jeden Fall was essen. Und dann schauen wir mal, was es hier gibt. Okay, gibt es ein Sandwich für 3 Dollar. Ein Deo gibt es auch noch. Deal, Deal. Na, 70 Hunger. Das wäre natürlich vielleicht das Beste. 6
Wenn ich da nehme, 6 nehme, da oben habe ich 8. Nee, da oben bin ich sogar mit dem Sandwich besser bedient, ne? Okay. Leave. Jetzt müssten wir mal gucken, dass wir hier irgendwo was zu essen kriegen. Nicht was zu essen kriegen, Arbeit kriegen, ne? Jetzt möchte ich hier mal gerade. Okay. Er hat nix. Okay. Und wieso kriege ich da nichts mehr aufgeladen? Ist mein Rucksack voll? Kann das sein? Ah, alles klar, mein Rucksack ist voll. Dann müssen wir gucken, dass wir das erstmal loswerden. Zur Recyclingstation. Keine Ahnung, wo die ist. Real Estate. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist jetzt gerade wohl nicht das Passende. Lass mal weitergehen. Wir wollen ja erstmal nur das Zeug loswerden. Weiß zwar jetzt gerade nicht wo. Da ist die Polizei. Da wollen wir auf gar keinen Fall hin. Und irgendwo müssen. Da ist das ein Geschäft, wo wir das Zeug verkaufen können. Oh, wir haben gerade nicht mehr viel Geld, ne? So wie ich sehe. Ja, ich möchte das Sandwich. Jetzt kann ich aber nicht das anklicken, weil ich nicht weiß wieder, wo ich bin. Ich habe es jetzt, glaube ich, genommen. Okay. Die Dame möchte mir nicht helfen. Okay, da habe ich ein bisschen Geld gekriegt, 80 Cent oder so. Jetzt müssen wir hier gerade ein bisschen was aufsammeln. Der Kopf ist in der Nähe. Rush Hour. Oh, wir müssten jetzt noch gucken, dass wir noch eine Nacht kriegen. Ja. Okay, aber ich weiß gar nicht, wo das Übernachtungsheim ist. Hier ist die Polizei. Wo ist jetzt die Schlafstätte? Real Estate. Vielleicht wären wir besser nach links weitergegangen. Der Abend ist schon angebrochen. Und hier ist noch ein Laden. Wir haben auch noch ein klein bisschen Hunger. Ah, hier sind wir richtig. Gut, Rest. Zwei 92, 56. Wir müssen uns wieder waschen. Ein weiterer Tag ist vorbei. Ich bin ziemlich schnell eingeschlafen. Und dann ist da ein Mann. Oh, da kriege ich erstmal Schlägerei sozusagen zugange. Ist natürlich nicht so schön gewesen. Da habe ich einen auf die Mütze gekriegt, wohl. Ja, und wie gesagt, der Bug ist jetzt etwas schwierig. Ich muss gucken, dass ich das jetzt hinkriege, wo ich da klicken muss. So, jetzt haben wir es geschafft. So, jetzt sind wir wieder draußen. Street Savvy Perk Award. Check your inventory. Ja, jetzt müsste man nur wissen, wo man da auf den OK-Button klickt. Da habe ich es geschafft. Ja, wir gehen mal gerade weiter, um auf die Toilette zu gehen. Rush Hour. Waschen auf jeden Fall. Und leave. Und dann gucken wir mal hier rein. Was haben wir denn da gekriegt? Komme ich da dran? Street Savvy, increased begging success rate. Okay. Ja. Gut. Dann müssen wir schauen, dass wir hier wieder rauskommen. Da ist es. Und ja, weiter betteln, ne? Das ist die Devise momentan.
Trusted Returns, alright, hier. Ein bisschen Geld gekriegt. Mittag, okay. Brauch ein bisschen. Hat nichts zum Wechseln. Ich brauche was zu essen. Da kommt der Kopf, das ist doof. Ne, geht weiter, kein Interesse. Jetzt ist da oben ein Mund, keine Ahnung, was der Mund mir sagt. Ich habe Hunger wahrscheinlich. Okay, war da gerade ein Laden? Ne, da war das WC. Jetzt müssen wir was zu essen erstes haben. Da ist ein Shop. Ein Sandwich. Ja, nehmen wir das Sandwich. Und dann sind wir raus. So, dann mal da. Please, I'm so hungry. Ja, ich möchte das essen. Das hilft mir. Jetzt brauche ich eine Unterkunft. Da können wir was aufsammeln. Da fragen wir nochmal. Leider nichts Passendes. Okay. I need help. I'm giving you a warning, no begging. Okay. Das war jetzt nicht so dolle. Happiness ist dadurch auch ein bisschen runtergegangen. Real Estate, okay. Any spare change? You seem like you need this. Okay. Haben wir wieder $5 gekriegt. Kann nichts teilen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwo unterkommen. Schon 8 Uhr. Vielleicht schaffen wir es gar nicht wieder. Okay. Jetzt verkaufen wir schnell noch hier unsere Klamotten, aber der ist wohl zu, oder? Nee, doch nicht. Okay. Da haben wir wenigstens ein bisschen geschafft, aber ich glaube, die Nacht verbringen wir wahrscheinlich wieder draußen. Time to sleep. Ja, ich komme da jetzt nicht weg. Ja, eine Nacht draußen auf der Straße. Ja, zu viel in den eigenen Gedanken vertieft. Ich bin wach geworden von irgendeiner betrunkenen Männertruppe. Mann, der stinkt. Naja, die sind wohl weitergegangen. Ich habe diesmal nichts davon abgekriegt. Nochmal Glück gehabt, oder wie? Und jetzt ist auf jeden Fall schon mal der Winter vorbei. Das ist schon mal gut. Es ist nicht mehr kalt, ich friere nicht mehr. Da muss man halt gucken, dass man rüberkommt, ne? Okay, weiter geht's. Oh, das war jetzt nicht so gut, ne? Da war ein Polizist bei. Ja. Nichts drinne. Okay, das hat nicht geklappt. Wo ist jetzt der Button da? Okay. Nochmal. Da kriege ich nochmal Geld. Shit, jetzt muss ich aber schnell weg. Der hat mich wieder erwischt. Und jetzt kommen wir in den Knast. Moving to a new area. Keine Ahnung. Ich muss dann wohl versetzt worden sein, auf Deutsch gesagt. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir was zu essen kriegen. Wieso ist jetzt wieder Winter? Okay. Da haben wir was falsch gemacht, ne? Jetzt das Essen noch gekauft. Das ist gut. Und haben wir hier jemanden, den wir ansprechen können? Nicht jetzt, die ist in a hurry. Die ist in Eile. Okay.
Dann möchten wir mal was zu essen haben. Nerven wir die mal. No way, okay. Ich brauche Hilfe. Please help. Ja, irgendwo gucken, dass wir die Toilette finden, um uns einmal zu waschen. 57 ist jetzt nicht mehr so dolle. Auf der anderen Seite sind jetzt hier gerade Geschäfte. Na, laufen wir erstmal weiter. Überall Geschäfte. Hier ist die Unterkunft. Aber ich hätte gern die Toilette. Ist hier noch eine Toilette? Es gibt hier kein WC, das ist schlecht. So, was haben wir hier für ein Geschäft? Den kriege ich ja gar nicht. Eine Klinik, okay. Wenn ich jetzt krank wäre, könnte ich das hier machen, aber ich bin jetzt gerade nicht krank, glaube ich. Da ist noch einer, also die Stadt ist vielleicht sogar die bessere hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Klamotten kriegen. Da haben wir noch ein bisschen Geld gekriegt. I need help, not only right now. Da ist ein Kopf. Da müssen wir gucken, dass wir hier noch die Schrottteile kriegen. Der Kopf ist weg, dann können wir auch wieder betteln. Der läuft einfach weiter. Und wir haben 21 Uhr und wir sind wieder ohne Bett. Das ist nicht gut, würde ich sagen. Jetzt sind wir auch noch mies gelaunt wahrscheinlich. Ja, für die nächste Nacht wissen wir nicht, wo wir schlafen. Für den nächsten Tag wissen wir nicht, wo wir schlafen. Das ist jetzt nicht so dolle. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Button hier finden. Da ist er. Und das ist eine Bücherei. Aber wahrscheinlich mag man uns da gerade nicht reinlassen, weil wir gerade nicht besonders gut riechen, weil wir gerade nur 33% gewaschen sind, sozusagen. Aber hier in dieser Stadt gibt es kein Wasser. Also kein WC. Das ist das größte Problem, was wir gerade haben. Was ist das? Eine Bar? Real Estate? Eine Bar? Wo gibt es hier eine Toilette, bitteschön? Essen ist knapp, das heißt, wir gehen mal gerade hier rein, kaufen was. Und da kriegt man was, was Happiness auch wertet, okay. Okay, das nächsten fünf Sachen, die, ich glaube, das kaufen wir, das bringt uns was. Ja, gehen wir mal weiter gucken. Die Toilette, das ist unser Problem. Auch auf der Bank kann man da unten schlafen, habt ihr gerade gesehen? Okay. Ja, aber ich brauche eine Toilette, will ich haben. Wieso gibt es hier keine Toilette? Wo kann man sich hier waschen? Ah. Please help. Ich habe mich selbst in die Lage gebracht, supi. Ja, und da ist die Stadt zu Ende, oder was? Kann ich nicht mehr weiterlaufen, oder doch, doch, geht. Ich weiß nicht, was da ist. Der Park? Okay, das wird erst noch gemacht, alles klar. Feinsam. Gucken wir mal. Geht wohl nicht. Ja, da ist wieder ein Kopf. Muss man aufpassen. Und
Da geht was zu verkaufen dann. Recycling Depot, 12 Pieces haben wir, da gibt es 60 Cent für. Nicht viel, aber etwas. Okay. Der hat nix. Gibt es hier irgendwo was, wo wir uns waschen können? Wir riechen ganz fürchterlich. Wir haben Hunger. Und wir müssen auch noch schlafen. So, dann gehen wir mal schlafen. Den Tag beenden. Wir riechen aber immer noch. Wir können uns da wohl nicht waschen in dem Haus. Und ein weiterer Tag ist vorbei. Okay, da war auch nicht so tolles Essen. Naja. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Wo ist das Menü? Da war's. Nächster Tag ist angefangen und New Perk. Sheltered Perk Award, check your inventory. Jetzt muss ich wieder gucken, wo ich bin. Das hat geklappt. Gehen wir mal. Ranch, I need a little Hostel, Real Estate. Da ist ein Kopf. Ich brauche jetzt unbedingt Wasser zum Waschen. Das ist mein größtes Problem momentan, dass es hier keine Toilette gibt oder so. Da ist eine Bücherei, aber die wird mich nicht reinlassen, so wie ich rieche. Das wird unser Hauptproblem sein. Warte mal, da ist noch ein weiterer Kollege. Kriege ich das jetzt hin? Ja, da ist ein Kopf. Es gestaltet sich gerade schwierig, das zu finden, wo ich hin muss. Ja, ich glaube, wir müssen das dann hier mal beenden. Ihr habt einen Eindruck von dem Spiel gekriegt. Ich denke, das ist nicht schlecht. Wenn man dann natürlich jetzt so ein bisschen mehr die Möglichkeit hätte, da was anzuklicken, dann würde das auch besser vorangehen. Es ist aber trotzdem relativ schwer zu spielen, denke ich. Und naja, es ist wahrscheinlich auf der Straße wirklich so ein schweres Leben, wenn man da wäre. Das Einzige, was da ist, man ist vielleicht frei, aber die Freiheit ist dann teuer bezahlt. Okay, soweit danke ich euch, dass ihr zugeschaut habt. Kann ich nur euch empfehlen, guckt es euch an. Early Access war's. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Vorstellung oder vielleicht machen wir, wenn hier der Fall ist, dann das Ganze nochmal, dass es besser vorzustellen ist. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.